Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Yoga bzw. Stretching Tutorial hier bei Crazy Sports Augsburg mit mir, Nadine Rebel. Vielleicht wundert ihr euch, was ich heute hier dabei habe. Das ist tatsächlich eine Vorhangstange. Ihr könnt das Ganze auch mit einem Besenstiel machen. Also irgendetwas Langes, was wirklich schön lang ist. Wir gehen nämlich heute auf die Schulterdehnung ein. Nachdem ich euch jetzt erstmal hier diese Vorhangstange vorgestellt habe, zeige ich euch erstmal die Übung mit der Vorhangstange. Es geht um die Öffnung des Brustkorbs und die Dehnung der Schulter. Und je länger das Band ist, sie hat doch gar kein Band, sie hat doch eine Vorhangstange. Auf das Band komme ich später. Oder die Vorhangstange, das ist eine zum Ausziehen, desto leichter tut ihr euch. Ziel ist es, den ganzen Bewegungsradius mitzunehmen, kein Pulli-Schlupfen zu machen und den Hals lang zu lassen. Je weiter außen ihr greift, desto leichter tut ihr euch. Die Grundposition, ich stelle mich seitlich. Die Schultern sind in einer Linie mit der Hüfte. Der Bauchnabel wird nach innen gezogen. Der Hals ist lang und bleibt lang. Ihr haltet die Arme gestreckt während der gesamten Übung. Hebt die Stange über den Kopf und lasst auch hier jetzt in der Mitte der Position die Schultern unten, also nicht hochziehen, und dann geht ihr weiter bis nach hinten unten und kommt auch wieder zurück. Das ist auch schon das ganze Spiel. Es ist am schwierigsten, die Fehler zu vermeiden. Die Fehler sind ab der Hälfte, ich stelle mich nochmal diagonal, kommt der Punkt, wo man sagt, oh, das fühlt sich komisch an, das ist ganz seltsam. Ich mache mal eine Seite nach der anderen. Da geht eine Schulter nach oben und die geht auch als erstes wieder nach unten und dann kommt die zweite. Das wollen wir vermeiden. Wir wollen wirklich die ganze Zeit in der Länge bleiben. Die Mitte ist am schwierigsten, das heißt ab der Linie, die ihr einnehmt, wenn die Stange über eurem Kopf ist, jetzt bis auf die Mitte runter, nach unten fällt die Stange fast wieder automatisch. Bei der Stange merkt ihr, es ist ein bisschen komisch zu greifen, lasst die Finger dran. Vermeidet einen Rundrücken, vermeidet es, die Schultern hochzuziehen und vermeidet das Pulli-Schlupfen. Je enger ihr greift, je kürzer die Stange ist, desto schwieriger wird das Ganze. Ihr müsst das Ganze auch nicht mit der Stange machen, sondern ihr könnt das Ganze auch mit einem Deuserband machen. Das heißt so, Deuserband, ihr könnt eben auch ein Flexiband nehmen, ein Yogaband nehmen. Vielleicht habt ihr einen Yoga-Gurt, der ist meistens nicht dehnfähig, aber mit dem geht es genauso. Und jetzt greifen wir und je weiter wir außen greifen, desto leichter ist es. Je enger wir kommen, desto schwerer wird das Ganze. Der Vorteil des Bandes, es ist flexibel. Da, wo es schwer wird, dort können wir, wenn ihr merkt, oh, jetzt wird es schwer, jetzt wird mein Rücken rund und ich verliere, Gott sei Dank nicht den Kopf, aber den Hals, dann zieht das Band auseinander, arbeitet mit der Flexibilität des Bandes und geht langsam wieder tief. Sowohl der Hinweg nach hinten als auch der Rückweg braucht Zeit, nicht zu schnell werden, die Spannung dabei halten. Greift also nicht gleich 10 cm weiter nach innen, sondern wenn ihr den Schwierigkeitsgrad erhöhen wollt, dann greift bei jeder Seite nur einen Zentimeter weiter nach innen. Das macht schon viel aus. Ihr könnt das Ganze im Stehen machen, ihr könnt auch nach unten kommen zum Sitzen oder in den Fersensitz, den Rücken auf Spannung lassen, die Schultern hinten und von hier hoch einatmen, Schultern tief lassen, ausatmen, nach hinten gehen. Wenn ihr jetzt sagt, ich arbeite bestimmt nicht mit meinem Besen, ich habe auch keine Teppichstange zu Hause und so ein Deuserband werde ich mir für eine Übung nicht anschaffen, dann könnt ihr auch schlicht und ergreifend eine Stulpe nehmen, wirklich so eine Stulpe, wie ich sie jetzt hier habe. Und wenn ihr sagt, habe ich auch nicht zu Hause, dann nehmt ihr ein paar Seidenstrümpfe.
Die Stulpe ist meistens auch ein wenig dehnfähig, so wie die Seitenstrümpfe auch. Und mit der geht es genauso. Ihr könnt euch auch im Langsitz hinsetzen. Achtet darauf, dass der Rücken in einem geführten Hohlkreuz minimal aber gerade ist. Der Bauchnabel zieht nach innen. Ansonsten bleibt alles gleich. Ihr arbeitet mit dem Band, Schultern bleiben tief, Arme bleiben auf Streckung. Einatmen hoch und ausatmen nach hinten tief. Hoch und tief. Wenn das Material ein bisschen dehnbar ist, tut ihr euch leichter. Es geht auch mit einem Yogaband, es geht auch mit einem Handtuch. Arbeitet sauber und arbeitet mit der Atmung. Bevor ihr das Gefühl habt, jetzt sprengt es mir gleich die Schultern, greift weiter nach außen. Dreimal, wobei eine Wiederholung vor und zurück ist, ist Minimum. Fünfmal ist besser und wenn ihr es hinkriegt, mindestens zwei Sätze. Schöne Übung, um die Schultern zu mobilisieren, um hier die Dehnfähigkeit, die Dehnbarkeit etwas zu erhöhen und den Brustkorb zu öffnen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Trainieren und besucht uns hier im Studio, ob live oder online. Alle unsere Kurse werden nach wie vor auch online übertragen. Ihr könnt teilnehmen, von wo aus ihr auch immer wollt. Abonniert unseren Kanal hier bei YouTube. Guckt mal bei Instagram und Facebook vorbei. Und dann sage ich vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss!